Ja, moin Leute, willkommen auf dem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Ein weiterer Teil im Panzerturm, es hört ja nicht auf, Teil 33, wir kommen ja wahrscheinlich auf 40 Teile, das müssen wir nochmal gucken. Aber es geht auf jeden Fall weiterhin rückwärts und ihr könnt euch auch vorstellen, das wird auf jeden Fall nicht besser mit den Jungs. Ersatzteile werden schwieriger, dass der Panzer überhaupt noch fährt, wird nicht einfacher, Besatzungen fallen aus. Also es ist echt ein Trauerspiel, aber gut. Mich erreichen immer wieder Mails von Leuten, deren Großväter oder Urgroßväter auch in diesen Kesseln oder in diesen Kesseln waren oder in diesen Kämpfen um Guten Hafen gewesen sind. Auch interessante Informationen, das werde ich natürlich hier nicht alles breittreten, aber auch mal anfragen, ob wir noch mehr darüber wissen oder ob wir wissen, wo man noch ansetzen kann zur Recherche. Ist tatsächlich nicht einfach, kann ich auch nochmal so sagen, dass alles, was da passiert ist, also quasi ab Februar 45 bis Kriegsende, ist grundsätzlich fast gar nicht mehr nachzuvollziehen. Es gibt Bücher darüber, man kann auch einiges nachrecherchieren, aber auch Verlustzahlen, überhaupt vermisste Leute, da kriegt man, glaube ich, kaum noch irgendwas raus. Also es wird wirklich, wirklich schwer. Aber gut, das ist nun mal so, da kann man nichts ändern. Der Versuch ist ja nicht strafbar, was rauszufinden, aber wir haben jetzt auch kein Riesenarchiv, wo alle Leute aufgelistet sind und deswegen können wir auch in der Regel auch nicht so viel helfen, gerade bei diesen, ich sag mal, Endkämpfen im Reichsgebiet und auf dem Weg ins Reichsgebiet. Ja, was wollte ich noch loswerden? Über die Autorensuche hatte ich schon erzählt, da haben sich wirklich eine Menge Leute gemeldet, die sind jetzt alle in der Probezeit, das heißt, sie bekommen alle eine Probearbeit, gucken mal, ob sie ins Team passen oder nicht und dann werden wir gucken, wer nachher final mit rein schlittert in unsere Gruppe und auch Themen bearbeitet, ob jetzt nun Luftwaffe, Heer oder Marine, das müssen wir dann halt sehen, wo die Stärken und wo die Schwächen liegen. Ja, ansonsten mache ich immer gerne nochmal wieder Werbung für die Kanalmitglieder. Das ist ja schon ein ganzer Batzen an Kanalmitgliedern, die da sind. Deswegen, es kommt jetzt auch ja, Ende der Woche wahrscheinlich wieder das monatliche Video für Kanalmitglieder, wo quasi die Freunde und Förderer nochmal ein extra Video bekommen. Was passiert hier intern? Was passiert hier in den Kulissen? Was gibt es ganz Neues und so in diesem kleineren Kreis? Also wenn ihr das auch wissen wollt, müsstet ihr schon Förderer oder Kanal, also Barcrafts Freund oder Förderer werden. Ja, nächstes Highlight. Heute ist Dienstag. Das heißt also heute tatsächlich, ja, kommt unser neues Magazin raus. Hier nochmal eingeblendet. Und ihr seht es an den Themen. Jagdtiger ist ein Riesenanteil. Flakpanzer der Wehrmacht ist auch ein Riesenteil. Dann nochmal diese Flucht, diese 80 Tage. Unfassbar diese Geschichte, die ihr, wenn ihr die nochmal nachlesen wollt. Wie gesagt, alles an Texten habt ihr schon als Videos gesehen. Hier ist nochmal zum Nachlesen mit entsprechendem Bildmaterial. Und dann nochmal über die Sturmgeschützabteilung. Das ist auch sehr interessant. Aber was sage ich euch? Geht in den Shop, sucht euch das Heft raus und dann könnt ihr das für einen, früher hätte ich gesagt, für einen Heiermann, das wissen ja viele nicht mehr, früher waren es ja 5 Mark, heute sind es 5 Euro, runterladen und euch durchlesen. So, in diesem Sinne, genug fürs Intro im Panzerturm. Jetzt geht's weiter, Teil 33 im Panzerturm, Teil 33, los geht's. Am Morgen erhalten wir Befehl über Funk, über einen genau durch Koordinaten der Stoßlinie bezeichneten Bahnübergang zu fahren. Dort ist der Regimentsgefechtsstand. Unser Kommandant Georg Emil steigt aus, dafür steigt Leutnant B. ein. Wir fahren dann weiter zu der Siedlung Grabau am Bahndamm, der Kleinbahn nach Süden. Es ist ruhig an diesem Vormittag, spielen sogar Grammophon. Wir wechseln uns ab mit dem Sicherungsstehen. Als ich dran bin, nehme ich mir die Karten wieder her und zeichne daran weiter. Sie sollen so perfekt wie möglich sein. Auch die Abschnitte nach Süden und Norden ergänze ich. Man weiß ja nicht, woher der Iwan kommt und wo die Richtung zum Entkommen ist, wenn sie uns nicht gleich umlegen. Ob ein Abhauen nach Gefangennahme möglich ist, frage ich mich wieder. Den ganzen Tag stehen wir auf Sicherung, Richtung Feind. Der Iwan ist aber ganz nah, keine 200 Meter. Wir stehen hier anscheinend in einem neu gebauten Viertel. Vor uns ist vermutlich ein Gebäude mit Lagerhalle. Darin ist ein Verpflegungslager. Wir haben schon seit vorgestern nichts mehr zu essen bekommen. In den Stunden am späten Nachmittag reift unser Entschluss,
das Verpflegungslager auszuräumen. Es muss ja dort was geben. Heikle Sache, ein Panzer allein auf Sicherung, riskant wie noch was. Und dann noch zwei Mann weg zum Verpflegungslager, gefährlich. Wir warten erst, bis es ziemlich dunkel ist. Vor uns rechts ist eine Baustelle. Ein Schubkarren steht davor, den nehmen wir mit. Der Ladeschütze Alfred Penn aus dem Bayerischen Wald geht mit. Um kein Geräusch zu machen, nimmt er das Schubkarrenrad und ich die Handgriffe und wir tragen den Schubkarren bis zum Gebäude, Entfernung 40, 50 Meter. Sichern, lauschen. Kein Iwan ist zu hören. Auf Zehenspitzen rein, innen ist es schon finster. Es ist nicht zu erkennen, was es gibt. Links und rechts hohe Stapel, Säcke und Kisten. Es ist schwierig, von oben was runterzubekommen. Alles ist mindestens 3 Meter hoch gestapelt. Man muss raufklettern. Wir wispern, wenn wir reden. Überall nehmen wir nur 2 oder 3 Dosen. Was drin ist, wissen wir nicht. Weiter vorne in Richtung Feind in der Halle plötzlich Geräusche. Was ist das? Die MP und die Pistolen, die wir dabei haben, entsichern wir. Was kann das bloß sein? Es tickert. Irgendwer ist doch da. Wir riskieren es aber. Wieder 5 Meter weiter zum nächsten Stapel. Deutlicher ist es zu hören. Es raschelt etwas. Wieder lauschen. Dann geht mir ein Licht auf. Die Fenster sind ja alle zerschossen. Und die Splitter flogen auch in den Raum hinein. Beim Weitergehen rutsche ich nämlich fast aus. Erbsen sind es. Einfache Erbsen, die aus den Säcken von ganz oben im hohen Bogen herauskugeln und sich am Boden zerstreuen. Sie wirken wie Kugellager. Man kann fast nicht gehen. Penn und ich haben Schwierigkeiten, dass es uns nicht hinhaut. Vernünftige Reaktion von Penn. Da kommt auch kein Iwan rüber von der anderen Seite. Wir lauschen. Aber drüben müssen doch welche sein. Keine 15 Meter im nächsten Raum. Nur gut, dass Neumond ist. Da sieht keiner den anderen. Lautlos organisieren wir noch einiges, nur tastend. Dann zupfen wir uns am Ärmel, Zeichen zum Rückzug. Jetzt haben wir genug zum Essen für morgen. Vorsichtig, damit keiner auf den Erbsen ausrutscht, gehen wir zurück. Laden die in unserer Hälfte der Turnhalle bereitgestellten Büchsen vorsichtig, lautlos, ohne zu klappern, in den Schubkarren. Ein Stapel lassen wir stehen. Wir haben Schiss. Eine MP-Salve von der anderen Seite auf uns, das riskieren wir doch nicht. Da wären wir dumm. Wir haben genug zu essen. Den Karren tragend, damit wir alles Mögliche lautlos wegbringen können, kommen wir gut zurück und laden alles hinten bei unserem Panzer auf die Motorabdeckung. Ein Funkspruch ist da. Man wartet schon auf uns. Wir müssen sofort weg, nach Bernhardswinkel. Wie immer ist die Fahrerei schwierig in der Nacht. Wir finden aber unser Ziel, das 2. Bataillon vom Regiment 94. Die schicken uns nach oben, die Anhöhe rauf, zur Siedlung Grabau. Es ist eine ziemlich geschlossene Siedlung. An einem steilen Berghang in der Nacht sehen wir nur, dass es ganz kleine Häuser sind, so eine Art Mondscheinsiedlung. Wir müssen wieder alleine Sicherung stehen, ohne die Infanterie. Es ist gegen 22 Uhr. Wie immer reges Artilleriefeuer. Auf einmal hören wir aus circa 2 Kilometer Entfernung die Abschüsse einer Stalinorgel. Es jault und jault und jault ganz schön. Aber dass wir mitten im Einschlagsgebiet stehen, das wissen wir noch nicht. Plötzlich geht es los, links von uns. Kopf rein, Deckel schnell zu, keiner sieht den anderen. Wir merken es. Das ist nicht die kleine Stalinorgel, das ist die ganz große, 30 cm Kaliber. Rings um uns die Einschläge, 5 Meter, 30 Meter, 10 Meter, dann hinter uns 3 Meter. Der Sand rieselt überall herein. Der Luftdruck der explodierenden Geschosse haut uns ins Gesicht, klatscht uns die Bekleidung an den Leib. Wir merken es nur, es ist ja stockfinster. Jeder zittert, dass der nächste Einschlag nicht unseren Panzer erwischt. Aber Gott sei Dank nicht. Nach 48 Schuss einer Salve meinen wir, es wäre zu Ende. Nix da, es geht weiter. Die zweite folgt.
So erleben wir mitten im Einschlagsgebiet rund 100 Geschosseinschläge der 30er Stalinorgel. Überall, am Kopf, auf der Uniform, bedeckt und Sand. Es stinkt nach Pulverqualm, bis es endlich zu Ende ist. Stille. Jeder von uns ist bestimmt käseweiß im Gesicht, nur man sieht das nicht. Keiner sagt auch was. Wir haben es eben überlebt. Deckel auf, direkt abschütteln, aber nichts ist draußen zu sehen. Zur tiefschwarzen Neumondnacht kommt der Pulverqualm, der Staub von den vielen hochgewirbelten Sand- und Mauerresten. So viel wir in der Nähe sehen können, ist alles umgepflügt. Eigene Infanterie war zum Glück keine da. Aber die Polen, die Zivilbevölkerung, die hier in der Siedlung wohnten, die hat es restlos erwischt. Wir hören keine Hilferufe, sie müssen alle tot sein. Einige hundert Menschen. Für die kommende Nacht haben wir Ruhe. Wir wechseln uns ab, im Sicherungsstehen, nach keiner festgelegten Zeit, sind ohne Zeitgefühl. Es ist 22 oder 23 Uhr, wir wissen es nicht. Die schlafen, sind trotz allem sofort weg, schon nach Minuten. Beim Einschlafen rumort es noch im Hirn, dass wir schweren Tagen entgegengehen. 28. März 1945, Mittwoch. Zum Morgengrauen sind wir wieder wach. Im grauen Morgenlicht können wir endlich langsam etwas sehen. Die Stalinorgel hat wirklich alles umgepflügt. Nicht mehr von den Häusern steht. Wir schauen schweigend in alle Richtungen, nach vorn, nach hinten, nach links, nach rechts. Wir sehen nur noch Trichter. Bizarr aus den Löchern herausstehende Holzbalken von den Häusern, den Dachstühlen, den eingeschossigen Hütten, Hühnerfedern, wo man hinblickt, sicherlich von den Betten, die in den Häusern waren und alle zerfetzt wurden. Links von unserem Panzer ragt eine Hand aus dem Sand, blau angelaufen. Einer aus dem nächsten Haus. Hinter uns sehe ich Beine, abgerissene Gliedmaßen, verdrehte Körper. Alles Zivilisten, von denen keiner überlebt hat. Die Russen haben ganze Arbeit gemacht. Wir schauen uns an. Es sind mindestens 200 bis 400 Tote. Kein Hilferuf, kein Gejammere, nur Schweigen. Schon die ganze Nacht. Uns packt das Grauen. Keiner hat Hunger, etwas zu essen. Jeden wirkt es, grausamer Krieg. Auch die Zivilisten werden nicht verschont. Es passiert auch kein russischer Angriff. Es ist ein ganz normaler, ruhiger Morgen. Die Artillerie schießt weiter weg. Die Russen vor uns sind noch nicht wach. Bald werden wir mit Funk angerufen, müssen Stellungswechsel machen. Wir sollten runter auf die alte Hauptstraße, die von Neustadt nach Gotenhafen führt. Noch ist die Gegend in unserem Besitz. Gegenüber den Tagen zuvor ist alles schon schwer zerschossen. Wir werden circa 1,5 Kilometer mehr nach Osten Gotenhafen zu beordert, um in Richtung Süden zu sichern, in eine der nach rechts abgehenden Straßen. Leutnant B. ist nicht der Kommandant, der die Ruhe besitzt. Im Gegenteil, er hat furchtbare Angst. Sein Käppi hebt er keine 2 Zentimeter aus der Luke. Dann, es muss ja bei einem solchen Kommandanten passieren, sinkt plötzlich die Motordrehzahl ab. Wir fahren nämlich mitten auf der Straße, weil links und rechts die heruntergeschossenen Mauern auf dem Bürgersteig und zum Teil schon auf der Straße liegen. In der Mitte ist es noch ziemlich frei. Bruno gibt Gas. Aber der Motor macht nichts. Er muss die Kupplung treten, damit er nicht verreckt. Mit unserem blöden Kommandanten sind wir natürlich mitten in das dicke Knäuel der herabgeschossenen Oberleitungsdrähte der O-Buslinie gefahren, die von Gotenhafen heraus nach Kielau führt. Verflucht, jetzt muss jemand raus. Natürlich ich, ist ja klar. Es pressiert. Wir stehen mitten auf der Kreuzung, rechts oben am Berg. Circa 1000 Meter ist schon der Iwan. Ich schnappe mir die Drahtschere und beginne zu zwicken. Zuerst auf der Feindseite, damit wir dort am ehesten freikommen. Es ist neu für mich, solche Kupferdrähte zwicken zu müssen. Die sind fingerdick. Wir haben alles reingewurstelt in die Kette, mehrfach rumgezogen. Es ist ein Riesenverhau. Ich muss jedes Mal die Drahtschere ganz öffnen, damit ich mit dem Maul vorne reinkomme. Und zäh ist das Kupfer. Das braucht Kraft.
Ich muss zudem aufpassen. Jedes Mal, wenn ich das durchgezwickt habe, schnellen die Drähte mit ungeheurer Wucht zurück. 30, 40, 50 Meter. So weit haben wir das alles mitgezogen. Das kann böse Verletzungen geben, wenn man nicht aufpasst. In fieberhafter Eile zwicke ich Draht für Draht. Peng, da schießt schon die erste Pack. Aber 6 Meter oben drüber, hoch in die gegenüberliegende Hauswand. Es scheppert, es gibt ein Riesenloch. Weiter zwicken. Da muss der feindliche Richtschütze erst noch einmal nachrichten. Ich habe noch Zeit. Weiter zwicken. Vorne am Triebrad ist der Verhau am größten. Peng, 2. Schuss der Pack. Auch wieder oben drüber. Hurra! Noch etwas Zeit zum Weiterzwicken. Jetzt wird's kritisch. Ich schaue rum um den Bug. Der letzte Schuss ging aber nur ein Stockwerk tiefer. Ich denke nur an eines. Du stehst an der Feindseite. Wenn der Treffer reingeht, dann bist du auch dran. Zwicken, 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 damit wir fahren können. Als ich meine, wir sind frei, rufe ich rauf zum Kommandanten. Der hat natürlich wieder den Kopf drin. Los, weiterfahren, weg von der Kreuzung. Ich laufe rum um den Panzer, laufe hinten am Leitrand auf der dem Feind entgegengesetzten Seite erst einmal mit. Der Motor zieht durch. Bruno kann wieder fahren. Nach 20 Metern sind wir weg von der Kreuzung. Ich zwicke noch einige Drähte, damit wir ganz frei werden von dem Gelumpe, und dann mache ich die Drahtschere wieder auf der Kettenabdeckung fest. Rauf auf die Laufrollen, auf die Kettenabdeckung und wieder hineingetaucht in die Luke. So sehr freundlich bin ich gerade nicht. Ich sage ihm meine Meinung, dem Leutnant B., dass er uns da reingeritten hat und dass wir bald den Panzer verloren hätten. Dann schaue ich mit meinem Kopf durch die Luke und weise den Fahrer ein. Wir fahren jetzt den Drähten, die herunterhängen, aus dem Weg. Das gelingt halbwegs. Manchmal nehmen wir trotz allem Ausweichen ein Stück mit, aber die enorme Spannung der Oberleitungsdrähte lässt jedes zerschossene Drahtende wieder zurückschnellen. Wir bleiben nicht mehr hängen. An der nächsten Kreuzung ist sowieso unser über Funk befohlener Stopp. Überraschung für uns: Ein VW-Schwimmwagen wartet hier auf uns mit dem frisch gebackenen Leutnant Meier, dem ehemaligen Oberfeldwebel unserer Kompanie, der bei uns nur Obermeier genannt wird. Leutnant B. muss wieder aussteigen. Oh, wie sind wir froh. Erst als Meier, der das deutsche Kreuz in Gold trägt, herein ist, reden wir mit ihm darüber. Natürlich gibt er keinen Kommentar. Dann müssen wir rechts ummachen und hier in Richtung nach Süden sichern. Es ist ein glasiger, fahler Morgen. Die Sonne kommt kaum durch. Hier in Grabau standen vermutlich mehrere Nebelfässer, die durch Artilleriebeschuss getroffen wurden. Wir merken es im Hals, wie das Zeug kratzt. Es ist Säure. Daher ist also überall Nebel. Und dadurch herrscht eine ganz schlechte Sicht. Natürlich, wie kann es anders sein, nach kurzer Zeit erhalten wir SMG-Feuer von vorne. Wir stehen genau gegenüber. Ich sehe deutlich das Mündungsfeuer des Maschinengewehrs, Entfernung 900 oder 1000 Meter. Es schießt mit Explosivgeschossen, Scheiße. Wenn uns da eines erwischt, wird es gemein. Wir wissen ja, dass Explosivgeschosse völkerrechtlich verboten sind, aber die Russen setzen sie trotzdem ein. Ich versuche, die Kanone auf das SMG einzurichten. Es hat aber keinen Zweck. Wir schießen mehrfach, doch unsere Einschläge können wir nicht erkennen. Gar zu gern hätte ich das SMG abgeschossen. Der Ivan sitzt nämlich immer wieder am Abzug. Wir können nur nämlich deswegen nicht sehen, weil jedes Mal, wenn wir abfeuern, durch den seitlichen Druck des Abschusses vorne ein Haus, das rechts vor uns an der Straße steht, stückweise zusammenfällt und eine solche Staubwolke entwickelt, dass wir unsere Granaten nicht mehr fliegen sehen. Nach 5 oder 6 Schüssen gebe ich auf. Hat keinen Zweck, er soll doch weiterschießen. Ich habe noch ein böses Erlebnis an diesem Tag. Nach ein paar Stunden, es ist so um 13 Uhr, oben hat das MG zu schießen aufgehört, können wir auch mal raus aus dem Panzer. Ich muss ja auch mal wohin. Rechts ist ein großes Kaufhaus. Es ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Auslagen sind alle kaputt. Die Verdunklungsrollos hängen herunter. Drin ist nicht viel. Ein paar Polacken stehen drin. Sie sprechen Polnisch. Man muss ja immer vorsichtig sein mit denen. Viele sind Partisanen und werden allzu leicht von rückwärts umgelegt.
Zwei davor streiten sich. Was schert es mich? Ich gehe raus, aber draußen ahne ich, worum es geht. Beide stehen hinter mir. Einer will rüber über die Straße. Ich sehe es ihnen an den Gesichtern an, dass es zwei Brüder sind. Als der eine abhauen und über die Straße rüberlaufen will, fasse ich seinen Arm und sage, da bleiben, das ist der sichere Tod. Du kommst nicht durch. Wenn das SMG schießt, dann bist du tot. Ich schaue ihm in die Augen. Er verzieht verächtlich den Mundwinkel und reißt sich los, beginnt zu laufen. Ich konnte es nicht verhindern. Der Russe hat's auch gesehen. Als er mitten auf der Straße ist, erwischt ihn die Gabe mit den Explosivgeschossen. Ich wusste es ja. Oberkörper zerfetzt, sofort eine Lache Blut. Der andere, sein Bruder, ist käseweiß, steht neben mir in Deckung. Ich bin wütend, trete ihn mit dem Fuß in den Arsch. Hol deinen Bruder sofort, vielleicht hat er noch was zu sagen. Schick dich, er ist gleich tot. Aber der Bruder ist zu feige, er zittert wie Espenlaub, bringt keinen Ton heraus. Was soll ich tun, den anderen verrecken lassen, ohne ein Wort, ohne ein letztes Gespräch? Ich nehme mir vor, ihn zu holen, alleine. Ich laufe an, aber nur 5 Meter und dann sofort wieder zurück in Deckung. Natürlich schießt er oben mit dem SMG, aber ich bin weg. Ich mache dasselbe noch einmal, es ist ein großes Wagnis. Diesmal laufe ich 8 oder 10 Meter, aber sofort wieder zurück. Der Ivan schießt erneut ein bisschen später und wieder ins Leere. Das wollte ich so. Ich warte eine gewisse Zeit. Der draußen mitten auf der Straße im fahlen Sonnenlicht wird matter und matter. Dann, nach mehr als einer Minute, ich probiere es. Raus, geduckt bis zu ihm hin. Am Kragen geschnappt und sofort zurück. Schnell zurück. Als das SMG zu schießen anfängt, als die Geschosse vorbeizwitschern, bin ich schon weg. So leicht ging das auch nicht. Ich lasse ihn auf einem Verdunklungsrollo, der nach außen auf der Straße liegt, fallen, damit der Sterbende nicht im Dreck liegt. Sein Bruder hat noch immer einen Schock. Ich stoße ihn. Komm, red mit ihm. Er muss dir noch was sagen, er stirbt bald. Der Bruder geht hin, beugt sich über ihn. Ich stehe daneben, still, vor einer Tragödie. Wie lange war es her? Vielleicht 2 Minuten. Sprechen konnten sie nicht mehr viel. Als er tot ist, sage ich ihm, pack an. Und dann rollen wir ihn in das Verdunklungsrollo, damit es wenigstens wie eine Beerdigung aussieht. Für mich war das grausam. Ich wollte warnen, konnte aber nicht helfen. Dummheit und der Krieg zerstören ein Menschenleben. Hier war es ein Pole. Später, als ich im Panzer wieder die Kopfhörer aufsetze und den Abteilungsfunk mithöre, sind wir im Funk mit dabei. Feldwebel Sattler, bei dem Fritz und Kalb Hans im Wagen sind, schossen 5 Panzer und 3 Pack ab. Er hält im selben Zug über Funk das EK-1. Den Tag verbringen wir auf der Straße. Oben das russische SMG, das ab und zu die Explosivgeschosse auf uns herunterschießt, wir, die wir Sicherung stehen und nichts mehr riskieren, weil durch das Haus ja doch bloß wieder eine Staubwolke entsteht. Abends, es ist schon ziemlich dunkel, geht der Funkverkehr wieder los. Ich mache es für Penn, der mit seinem furchtbaren Waldler-Dialekt ja nicht verstanden wird. Überhaupt, die dauernde Entschlüsselei jedes Funkspruches aus den 3-stelligen Zahlengruppen in Klartext und die Nervosität darum, was man uns wieder mitteilt, ist kein Fall für ihn. Es geht uns dreien zu langsam. Ich habe noch gar nicht ganz den Funkspruch wiederholt, da den Leutnant Meyer schon entschlüsselt. Und Munition, Sprit brauchen wir auch. Also Antwort und alles dazu wieder verschlüsseln, es an den Abteilungsfunker durchgeben, auf unserer Ruffrequenz, alles ist viel Arbeit. Das Geschehen draußen, die Sicherung zum Feind, ist des Kommandanten Aufgabe. Wir sollen um 21 Uhr abbauen. Die Front wird wieder zurückgenommen, es ist draußen unheimlich mulmig. Wir sind die Letzten, die Schützen sind schon am Nachmittag weg. Aufpassen heißt es da, aufpassen. Wir wollen nicht von einem Nahkampftrupp der Russen überrascht werden. Der Ivan muss schon ganz nah heran sein. Heute funkeln die Sterne, es ist um Neumond herum, der Nebel hat sich verzogen. Wir waren zurück, wie uns durch Funk befohlen, überqueren die Hauptstraße Gotenhafen-Kielau und durch Seitenstraßen fahren wir drüber, weiter nach Norden, auf dem uns per Funk vorgegebenen Marschweg. Da, halt!
Hier ist der Panzergraben. Wir müssen jetzt, um den eigenen Festungshindernissen, Panzergräben, Stacheldraht auszuweichen, nach Westen fahren, wo die Feindlage uns schon um 19 Uhr als unbekannt durchgegeben wurde. Wir fahren immer nur 50 Meter, dann halt horchen. Wenn wir sicher sind, dass nichts ist, fahren wir weiter, Richtung Nordwest. Rechts immer den Panzergraben neben uns. Da muss es laut Funkspruch lang gehen. Wir haben Angst, in den Panzergraben zu rutschen, in der Dunkelheit. Denn wir sehen wenig und hinter uns ist der Himmel rot vom brennenden Gotenhafen. Plötzlich gibt es einen Knall vor uns. Feuerscheinentfernung 200 Meter registriere ich. Runter auf den Richtschützensitz. Ich sehe durch die Optik, dass vor uns ein Sturmgeschütz abgeschossen wurde. Es ist eines von uns, von unserer Division, von der Panzerjägerabteilung 42. Es brennt sofort sehr heftig. Schnell weiterfahren, bevor es in die Luft fliegt. Wir fahren hinten mit Tempo vorbei, um dem Feind keine Silhouette zu geben. Ich versuche, die Nummer des Sturmgeschützes zu lesen. Es ist ein Panzer 3 Fahrgestell, aber der Feuerschein blendet mich. Wir kommen vorbei ohne Beschuss. Nichts mehr ist wahrzunehmen. Sind wir durch? Halt, da vorne ist was. Motor aus. Wir machen ja einen Mordskrach mit unserem Panzer, wenn wir fahren. Vorne sind noch welche. Pelzhaube oder Käppi. Das ist das einzige Erkennungszeichen zwischen den eigenen Leuten und dem Feind in der Nacht. Wir stieren zu dritt in die Finsternis. Doch es sind eigene. Pioniere unserer Division. Einer kommt auf uns zu. Erstattet uns Bericht. Sie wähnten sich die Letzten. Von uns haben sie nichts gewusst. In 5 Minuten sprengen wir den Übergang über den Panzergraben. Der letzte Übergang ist dann weg. Wir kamen gerade noch rechtzeitig an. Wir fahren noch ein Stück vor zum Übergang, dann rechts um. Ich drehe die Kampfwagenkanone hoch, damit wir, wenn wir das Loch durchfahren, nicht mit der Kanone vorne stecken bleiben. Der Wagen kippt langsam. Bruno macht es ganz gut. Dann sind wir drüben. Nun ab nach Norden. Hier drüben ist das Gelände laut Funkbefehl noch sicher. 500 Meter weiter ist Halt. Einer kommt zu uns her, es ist Hauptmann Kaiser. Wir sind am Regimentsgefechtsstand. Ein paar Panther stehen rum. Ich sehe links Leutnant Müller von unserer Kompanie im Turm und grüße. Leutnant Meyer steigt kurz aus, erhält neue Befehle, bringt Neuigkeiten mit. Unser Divisionskommandeur, Generalleutnant Maus, wurde schwer verwundet. Neuer Kommandeur ist Oberst Christa. Das war schon am 23. März. Wir erfahren es erst jetzt. Keiner kennt ihn. Wieder ein Schlag. Maus war ein sehr guter Kommandeur. Er bekam auch die Brillanten zum Ritterkreuz, die höchste Auszeichnung. Gotenhafen ist aufgegeben. Wir fahren nach Norden. 2 Kilometer den Berg hinauf nach Ochshöft. Jetzt sind wir auch Gotenhafen los. Oben in Ochshöft wird sicher unsere letzte Stunde schlagen. Wie immer nach verlorener Feindberührung schlafen wir sofort ein. Als wir unseren Platz erreicht haben, wir sind eben ausgemergelt. Wieder eine Nacht zu einem neuen Morgen.